Mein Name ist Daniel und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Ich spiele gerade Provence. Provence ist die neue Map in Battlefield 5 in Frankreich. Beziehungsweise, das ist der Pre-Release-Content, wie man auch rechts oben sieht. Und gleichzeitig auch Werbung für Battlefield 5. Ich wurde nämlich auf der Gamescom 2019 eingeladen, in den gesonderten Bereich von EA dieses Footage hier zu capturen. Also quasi beide Maps anzuzocken, bevor sie eben veröffentlicht worden sind. Damit ich eben meine Meinung mehr oder weniger kundtun kann. Was ich hier mache... Ich hatte übrigens nur so um die 30 Minuten Spielzeit auf beiden Maps. Dementsprechend kann ich immer nur so eine grobe Idee von beiden Maps geben, meine Eindrücke teilen. Und mehr soll das Video auch gar nicht sein. Beide Maps sind super verwinkelt und gerade hier bei Provence ist mir aufgefallen, dass egal wo du warst, irgendwelche Leute saßen in den Ecken, haben quasi dich vorbeirennen lassen, haben dich umbringen lassen. Es war ein Capture-Termin für die Presse. Schon klar, dass die Leute irgendwelche Kills holen müssen. Aber das gibt einem schon mal so eine Idee, wie das Live-Gameplay auf der Map sein muss. Diese Maps werden auf jeden Fall sehr, sehr verzerrt sein. Was nicht unbedingt mein Anspruch an Battlefield 5 ist, weil mein Anspruch an Battlefield 5 war immer große, epische Schlachten mit Panzern, Flugzeugen und vielleicht irgendwie einen abgeschirmten Bereich, zum Beispiel irgendeine Halle oder so, wo dann der Infanteriekampf drin ist, sodass der Krieg quasi wütet außerhalb und innerhalb beschießen sich dann sozusagen die Infanteriesoldaten. Das war immer so meine idealisierte Vorstellung davon. Auf Lofoten allerdings sah es ähnlich aus. Das war auch wieder eine Close-Quarter-Map, aber eine Close-Quarter-Map kombiniert mit einem großen, offenen Areal. Soll also bedeuten, es ist ein recht kleines Spielfeld, aber das Spielfeld ist sehr gut überblickbar. Man könnte sagen, es ist eine Mini-Sniper-Map oder man könnte auch sagen, es ist eine Mini-Semi-automatische DMR-Map, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute so viel Distanz, wie sie nur eben möglich nehmen können, nehmen, um dann halt über das komplette Spielfeld Leute tendenziell absniden zu können, weil eben alles so offen ist. Ich hatte auch, ähnlich wie auf Provence, keine wirklich angenehme Zeit auf dieser Map. Ich bin fast nur gestorben und habe in den 30 Minuten vielleicht die Kills gemacht, die ihr jetzt gerade sehen könnt. Ich denke, dass beide Maps definitiv Leute ansprechen, die Bock haben auf ein bisschen Infanteriefight, die Bock haben auf knallige, schnelle, direkte Action. Ja? Und dieses Zerstörsystem von Battlefield 5 sorgt halt auch dafür, dass man ein einmaliges Schlachtgebiet hat. Die ATX-Grafik, wenn man es dann mag, dann kann man die auch aktivieren, dann hat man ein paar mehr Verspiegelungen und es sieht noch ein bisschen verspiegelter und hübscher aus, ja, hier zum Beispiel, das komplette Gameplay ist mit ATX aufgenommen. Mit den Lofoten und mit Provence kommen eben zwei neue Schlachtfelder auf Battlefield 5. Neuer Content ist immer gut, auch wenn zwei Close-Quarter-Maps nicht vielleicht in mein persönliches Raster fallen, heißt noch lange nicht, dass ihr vielleicht darauf Spaß haben könnt oder dass die Maps nicht bei anderen Leuten gut ankommen. Ich werde auf jeden Fall drum rumschiffen. Welche Ironie, ich bin an einer norwegischen Küstenstadt und ich hoffe, dass mein Mini-Eindruck euch vielleicht visuelle oder auch meine Erfahrungen sozusagen näher bringen konnte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön nochmal an EA, dass ich irgendwie Sachen vorspielen konnte. Es war eine große Halle, es war sehr laut, dementsprechend muss ich das hier nachvertonen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, disliked es. Und ansonsten würde ich mich riesig über Kommentare freuen, denn dann habe ich abends was im Bettchen zu lesen. Dementsprechend einen wunderschönen Tag euch noch und auf Wiedersehen.